Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Video, wo es eine kleine Storytime am Anfang geben wird, denn, naja, ich bin gerade wiedergekommen von der ESL-Meisterschaft, beziehungsweise nicht gerade, aber die ESL-Meisterschaft war in Magdeburg und Magdeburg war ein cooles Event, ne, letzte ESL-Meisterschaft, wäre nicht mal wieder dabei, ich hatte jetzt längere Phase, wo ich tatsächlich bei der ESL-Meisterschaft eher nicht mit dabei war, diesmal war ich es wieder, hatte eine gute Zeit und mein Zugticket war für den Tag später, also für heute, gebucht. Also dachte ich mir natürlich, ja gut, das ist ja ganz schön, dann nehme ich einfach um 12 Uhr den Zug, dann bin ich um 14 Uhr zu Hause, ist ja nice. Dann habe ich allerdings Leute getroffen, mit denen ich bei RAN eSport zusammenarbeite, die auch bei dem Event waren, nämlich Nick Peters und Mike Koch, zwei absolute Gottlike-Redakteure, und die haben gesagt, Alter, wir fahren mit dem Auto, sollen wir dich mitnehmen? Ich dachte mir, ah, ist ja übel gut, wann fahrt ihr denn? Abends so gegen 11, das wäre klasse, nehme ich mit Sola noch schön in die Altstadt von Magdeburg und sagt, hey, war 50 Kilometer weg. Das heißt, ich zu Mike gegangen und Nick so, ey, sag mal, könnt ihr mich vielleicht in der Altstadt dann aufsammeln nach dem Event und dann noch ganz kurz bei meinem Hotel vorbeifahren? Schon richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir dachte, Alter, was verlange ich alles? Aber die Jungs meinten, ja, weißt du was, komm, dann machen wir, ist jetzt eh nicht so wild. Ich mir also ein Loch im Bauch gefreut. Sola ist dann im Endeffekt auch noch mitgekommen. Dann sind wir also zum Hotel, ne, super schnell, natürlich hoch, kurz einchecken, kurz auschecken. Ich muss noch ein bisschen was zusammenpacken, weil ich halt nicht alles dabei hatte an Klamotten und so mit zum Event. Ist ja auch ein bisschen doof, immer alles einfach mitzunehmen. Also alles cool soweit, steigt dann ins Auto ein und dann fahren wir halt quasi nach ins wunderschöne Berlin. Und ja, ich bin dann quasi in Spandau angekommen und ich dachte mir in Spandau so, boah, weißt du was? Eigentlich ist der Abend ja noch jung, war 12:30. Und ja, bin dann halt quasi doch nochmal ganz kurz in meine Lieblingsbar, direkt bei mir um die Ecke. Hab da dann den Besitzer getroffen und zwei Mitarbeiter, die ich ganz gut kenne mittlerweile. Das heißt, ich habe mich da noch mit denen verquatscht, hatte einen lustigen Abend. Und dann war irgendwann war halt, ja, was war's, 3 Uhr ungefähr. Dann dachte ich mir, ja komm, jetzt ist aber auch wirklich langsam mal gut. Bin ja schon müde genug und dachte mir dann, ja gut, aber jetzt verhungere ich ja. Das heißt, ich sollte ja auf jeden Fall mir noch was zu essen holen und immer wenn ich, bevor ich zu einem Event fahre, haue ich quasi meinen Kühlschrank komplett leer. Das heißt, ich komme dann nach Hause und habe nichts im Kühlschrank, aber dafür verschwende ich halt weniger Lebensmittel als früher. In der Theorie ganz cool. In der Praxis bedeutet das natürlich auch, dass du dir, wenn du von so einem Event kommst, erstmal irgendwo was zu essen holen musst. Ich dachte mir also, ja gut, komm, bist in Berlin, was willst du machen? Hol ich mir noch einen Döner. Bin dann also dann auch mal losgezogen und es gibt tatsächlich bei mir in der Ecke auch noch einen Döner, der um 3 Uhr nachts sagt, weißt du was, hier kriegst du einen Döner, obwohl es Sonntag war. Ich war so ein glücklicher Mensch, ne? APG just glücklich, wenn man so will. Hatte einfach eine schöne Zeit, dachte mir, ja, das ist doch alles Herz allerliebst, gar kein Problem. Aber, ich muss hier kurz die Cutter trainen. Oh, haben wir den Exhaust gewastet, I guess. Ich dachte mir, ja gut, okay, dann auf dem Weg nach Hause. Das waren dann auch nur noch so 100 Meter und dann bin ich vor meiner Haustür und dann fällt es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen. Ich habe meinen scheiß Schlüssel vergessen. Jetzt wusste ich allerdings natürlich nicht genau wo, ne? Weil du musst ja dann erstmal überlegen, okay, was hast du denn mit dem Schlüssel vorgehabt? Und ich bin jemand, der immer Angst hat, seinen Schlüssel zu vergessen. Weil ich habe keinen Ersatzschlüssel irgendwo in Berlin. Das heißt, wenn ich meinen Schlüssel irgendwo mal vergessen sollte, dann bin ich actually ziemlich am Poppes. Dementsprechend nehme ich meinen Schlüssel nicht mit zu Events. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, dann lege ich meinen Schlüssel immer im Hotel ab, um eben genau verhindern zu können. Um eben verhindern zu können, den zu verlieren, weil ich keinen Ersatzschlüssel habe. Was natürlich an sich eine ganz kluge Idee ist. Das heißt, ich habe den in meinem Hotelzimmer liegen lassen. Und weil wir dann quasi so schnell gepackt haben, oder ich so schnell gepackt habe, habe ich den dann tatsächlich scheinbar irgendwie vergessen. Es war natürlich das erstmal die erste Eingebung, die ich hatte und die war natürlich jetzt auch erstmal relativ gut, weil es bedeutet, ne, faktisch ist der Schlüssel wahrscheinlich eher nicht weg. Also habe ich beim Hotel angerufen und gesagt, du hören Sie mal, ich bin heute ausgecheckt, könnten Sie mir sagen, ob mein Schlüssel da ist? Nee, kann ich nicht sagen, das muss morgen früh Housekeeping machen und Housekeeping kann mir dann sagen, ob der Schlüssel da ist. Sag ich mir, ja gut, das wäre natürlich jetzt nett gewesen, wenn er kurz hochgegangen wäre, eine Etage hoch. Kleinen Schritt nach rechts, einmal reingeguckt. Kann aber auch verstehen, dass der Typ natürlich nachts auch nicht so Lust hat, da noch irgendwie einen extra Job zu machen. Habe ich also gesagt, ja gut, okay, können Sie den hinterlegen? Meinte, ja, können wir hinterlegen, aber wir können Sie ja auch anrufen. Da ist mir, ja, wann ist das denn? 6 Uhr morgens. Ich gucke auf den Wecker, boah, 3:30. Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich schlafe.
Das heißt, das ist ja super schwer, da irgendwie jetzt eine Entscheidung zu treffen. Meine ich, nee, wissen Sie was, hinterlegen Sie den bitte auf meinen Namen. Ich gucke, ob ich noch einen Kollegen finde. Mori soll nämlich auch noch in einem Hotel pennen. Das Problem ist, Mori hat ebenfalls eine ähnliche Idee gehabt wie wir und hat sich auch dafür entschieden, noch zu gucken, ob er nicht irgendwo noch mit dem Auto fahren kann. Und guess what, er hat auch jemanden gefunden, nämlich er ist bei Frodo, glaube ich, mitgefahren. Das heißt, dass auch da natürlich jetzt wieder, sage ich mal, die Grundaussicht nicht gut war, dass irgendwer den Schlüssel noch mitnehmen kann, weil Moria auch schon zumindest auf dem Weg nach Berlin war oder in dem Moment wahrscheinlich auch schon in Berlin. Das heißt, ich war ein bisschen damned und dachte mir, ja gut, okay, was ist denn jetzt die Lösung? Habe ich überlegt, wen habe ich denn in meiner Hotellobby gesehen? Habe ich gesehen, dass Gilius in der Hotellobby gechillt hat. Das heißt, wahrscheinlich waren die Spieler im selben Hotel. Dann habe ich Don Arz und Arvindir um, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich Viertel nach drei ungefähr, habe ich den also dann auf Twitter geschrieben, Jungs, ich hoffe, ihr seid gut am Feiern. Ich habe da so ein kleines, mir ist so ein kleines Malheur passiert, ne? Ich muss übrigens sagen, die Botlane backt ganz gut raus. Also dafür, thanks for backing out. Das wiederum ist nicht rausbacken. Never mind. Das war natürlich jetzt ein ungünstiges Timing, möchte ich sagen. Ja, wenn die da einfach rausgehen, ist das natürlich super safe. Schade. Ja. Aber man trifft im Leben mal richtige Entscheidungen, mal falsche. So, apropos falsche Entscheidungen, ne? Ich also dann Avidir und Don Arz geschrieben. Jungs, seid ihr noch am Feiern? Die, yo, sind auch gut unterwegs, ist ein schöner Abend. Und ich so, ja, du, Mann, da ist vielleicht ist mir da so ein kleines Missgeschick passiert. Könntet ihr mal bitte morgen früh bitte gucken, ob ihr meinen Schlüssel mitnehmen könnt? Und da haben die mir tatsächlich jetzt geantwortet. Das hat mich natürlich dann sehr beruhigt. Das heißt, wenn mein Schlüssel im Hotel sein sollte, hätten sie ihn mitgenommen. Jetzt ist natürlich die Problematik, wie findest du in so einem Moment raus, ob dann wirklich der Schlüssel da ist, wenn die dir das nicht sagen. Das ist ja gut, okay, das hilft dir jetzt in dem Moment erstmal alles nichts, ne? Weil ich muss ja jetzt erstmal irgendwo pennen. Jetzt ist aber so, dass du natürlich, wenn halb drei nachts ist, jetzt nicht mehr unbedingt so viele Leute findest, wo du nachts dann noch pennen kannst. Eieiei, gegen Klett und Cutter ist das nur mit einem Fleisch relativ schwer. Doppelmitching dürft zu huge. Can't ping more. Ja, okay. Ich habe nicht gemerkt, dass es tatsächlich Garen gepinkt hat. Ich dachte die ganze Zeit, der Missping hier würde nicht Klett bedeuten. Das war natürlich jetzt ein bisschen derpy. Schade, ansonsten wäre es mega worth gewesen. Ich habe eine Turtleplate bekommen, die hat zwei Cannon-Minions gemisst. Aber jetzt ist sie leider fett. Das ist natürlich schwierig. Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache, übrigens in diesen Roaming-Matchups, ne? Das heißt, ich musste mir dann aber jetzt erstmal überlegen. Ah, nice. Nice. BP. Schade, dass es ein Execute ist, natürlich. Wenn das kein Execute gewesen wäre, dann wäre das da natürlich noch schöner gewesen. Aber man kann es sich nicht kaufen. Oder man kann es sich nicht manchmal einfach nicht wünschen. Cutter top. Na gut. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Das ist so lächerlich, ne? Ich habe übrigens einen ganz großen Hass darauf, dass diese Roaming-Champions mittlerweile einfach ohne Prio nonstop roam. Finde das komplett lächerlich, dass Riot das auch so zulässt. Ja, komm. Wie willst du denn da hinterherkommen, mein Junge? Ja, da ist natürlich jetzt eine ganze Menge, was ich da machen kann. Eieieiei. Eigentlich auch schon wieder Zeit zu pingen, Master Yi, ne? Alter. Klettspieler, ne? Er spielt einen ganz weirden Champion, muss ich sagen. So, dann muss ich allerdings natürlich erstmal überlegen, okay, wie zur Hölle, wo penne ich denn jetzt, ne? Und wie gesagt, um die Uhrzeit ist natürlich jetzt, normalerweise habe ich definitiv Menschen hier in Berlin, bei denen ich auch nachts unterkommen könnte, mal für eine Nacht. Oder wahrscheinlich auch für zwei oder vielleicht auch für drei. Jetzt ist das allerdings natürlich nachts um drei jetzt schwerer, die Leute zu erreichen, weil die nicht gerade die ESL-Meisterschaft gewonnen haben wie Big und deswegen vielleicht jetzt nicht gerade ultra hart am Feiern sind. Ey, ich glaube übrigens nicht, dass das die beste Idee ist, Pudi. Die kann ich killen, ne? Just saying. Jetzt möchte ich hier so ein bisschen pressuren, damit die nicht frei jumpen kann. Funktioniert aber auch ganz gut, ne? Cannon Minion. Könnte er auch noch scheren, freut er sich wahrscheinlich. Ich habe nicht so viel Mana. Oh, nee, komm.
Wenn ich da jetzt für den Play gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, ich sterbe, eigentlich echt, echt hoch. Weil ich hier quasi nonstop angegangen werde. Oh mein Gott, ey. Puh. Belastend. Wenig Counterplay. Naja, und nicht unbedingt mein Best Game. Ich hätte wahrscheinlich tatsächlich einmal hinterher roamen sollen. Bei dieser Botlane-Aktion. Aber ab dem Moment, wo so eine Cutter einmal so weit vorne ist, kannst du halt auch... Du kannst ja offiziell nicht mehr hinterher roamen. Ne? Also es gibt ja keinen... Also dadurch, dass die, wenn ich in den Busch gehe, mich killt, kann ich ja quasi nicht mehr hinterherkommen. Das ist jetzt natürlich relativ schwer. Und wenn du quasi mit Jungle nicht contesten kannst, weil dein Jungle Master Yi pickt, Master Yi kann halt das Tu vs. Tu nicht spielen, dann wird es natürlich relativ tricky. Oh mein Gott. Ich hab einfach executed. Heieiei. Dann habe ich also mir erstmal überlegt, okay, gehe ich halt einfach ins nächstbeste Hotel. Bei mir ist so ein Ibis-Hotel um die Ecke, da ich mir, ja komm, gehe ich da hin, sagen die, nee, wir haben keine Zimmer frei. Da ich mir, ah, du willst mich doch verarschen, ne? Ich meine, das ist spannender oder ist jetzt nicht, also ist natürlich eine Weltmetropole, aber jetzt ja nicht eine, wo ich denken würde, wo jedes Hotel immer ausverkauft. Das habe ich also quasi beim anderen Hotel angerufen und die haben gesagt, nee, bei uns ist jetzt nur noch Nachtdienst. Das heißt, die Leitung ist nur besetzt für Notfälle innerhalb des Hotels, aber faktisch gibt es quasi keine Option, wie wir jetzt noch Zimmer vermieten können. Das ist quasi um die Uhrzeit, können wir das einfach nicht mehr machen. Ich würde übrigens gerne noch der Türplate mitnehmen und dann abhauen. Sollte mir eigentlich auch gelingen. Oh, never mind. Ah, das ist relativ hart, ne? Ey, fürs Turret Plating dazu green ist aber, glaube ich, trotzdem fein. Ne? Ich meine, ich bin eh nicht mehr viel Gold wert. Das sollte zumindest nicht viel Gold wert sein. Right, ist ja manchmal so ein bisschen, wenn du einfach gut farmst, dann wirst du dafür auch relativ hart gepunished. Eieieiei. Schwierig. Hab dann also beim weiteren Hotel angerufen, die haben gesagt, die haben nichts mehr. Im Endeffekt konnte ich nur noch in den luxuriösesten Hotel in Spandau unterkommen. Der sogenannte Spiegelturm, wunderschön, da war ich ganz am Anfang hier. Hab so ein bisschen Vibes von meiner Anfangszeit bei Summoners Inn, weil ich das allererste Mal bei Summoners Inn war, durch tatsächlich in dieses Hotel. Das war das schickeste Hotel, in dem ich jemals war, ist heute noch eins der schickesten. Kostet aber so eine Nacht natürlich 80 Euro, ne? Geil. Vor allem eine Nacht, ich meine, ich habe die Nacht begonnen um 4. Könntest du bitte nicht... Er wollte für die Miniwave gehen, aber er hat gesehen, da kommt ein Klett, ne? Das ist natürlich vorteilhaft. Wir können das Game übrigens immer noch gewinnen, ne? Das ist ein bisschen zäh, ist das Ganze natürlich jetzt schon. Das war auch in NA, habe ich so viel gegen diese ganzen Cutter-OTPs gespielt, ne? Das ist actually sehr, sehr anstrengend gewesen. Weil die halt alle genauso spielen, ne? Die sind 40 CS behind, aber Kinder hat einfach die Lanes, weil die Lanes sich jedes Mal rausbecken. In dem Game hätte es fast geklappt. Ich bin sehr sicher, dass die Bot collapsed wären. Sehr, sehr sicher. Actually, das ist fein. Wahrscheinlich wäre das aber jetzt eine der Optionen gewesen, wo ich mal wieder hinterher roamen hätte sollen. Jetzt ist die Frage, kriege ich hier Mitte das Turret-Plating? Ich meine, ich kriege es auf jeden Fall, aber kann ich quasi jetzt Midlane noch für den Turm gehen? Das ist aber auch schon wieder belastend, ne? Boah! So ein 7-1 Rek'Sai zerstört dich halt schnell, ne? Ich meine, ich habe Flash und ich habe halt Exhaust in 2 Sekunden. Aber aktuell ist halt auch noch die Überlegung, dass ich halt das Geld einfach nicht wert bin. Schwer einzuschätzen. Da bin ich also in diesem teuersten Hotel, was halt Spannung so zu bieten hat, wenn du so willst. Und dachte mir halt, ja gut, warum muss ich denn auschecken? Um 10. Dachte ich mir, ach du Scheiße, um 10, ne? Was haben wir denn? Guck ich auf die Uhr, hatten wir mittlerweile 4:15. Dachte ich mir, Scheiße, 4:15, da kannst du ja nicht machen. Bin jetzt zu Fuß zum Hotel gelaufen. Dachte ich mir, nee, ich muss wirklich pennen, super wichtig. Das heißt, ich habe gesagt, gibt's einen Late-Checkout. Meinte, ja, kannst du bis 14 Uhr bleiben. Wir haben jetzt übrigens 1:30. Kostet allerdings nochmal 20 Euro extra. Dachte ich mir, ja komm schon. Weißt du was, mach den Partner jetzt auch nicht mehr fett, scheiß der Hund drauf. Dann muss ich jetzt also quasi einfach in den sauren Apfel beißen. Dann heute Morgen, wann werde ich wach? Um 9. Warum werde ich um 9 Uhr wach? Fragwürdig. Das hat sogar fast funktioniert. Ja. Also, Classic Master. Oh, ich dachte, der hat noch ein Stack-Up. Werde ich um 9 wach? Warum? Bauarbeiten im Hotel. Da ich mir, warte mal, was? Warum kann ich denn Late-Checkout buchen? Komm, kann ich die baiten?
Actually müsste ich gerade stark genug sein, die zu killen. Also wenn die jetzt hier für Solo-Play geht, ich habe Exhaust ab und alles. Wie viel Shutdown ist die wert? 700? Ach nee, nicht schon wieder, ja. Boah, hab ich da Bock drauf. Alter, zack, Stücke dämlich. Ja, leider jetzt auch beide Summoners verloren. Ist natürlich schwierig, ne? Wenn beide Solo-Laner nur 5 stehen, da kann deine Botlane so gut sein, wie du willst, ne? Da wird es halt irgendwann auch ein bisschen düster. Ich könnte auch einfach mal anfangen, eine Seite zu warnen, ne? Ich habe extra auf Blue Trinket gewechselt, um halt eben die Pixelbüsche warnen zu können. Aber so wird das ein Ticken schwerer. Boah, das wäre ein leckerer Shutdown, werde ich mir auf jeden Fall heute noch gönnen. Der Garen kriegt oben auch die ganze Zeit übrigens Turret-Platings. Also wir haben da dieselbe Strategie. Die for money. Das bedeutet das übersetzt. Werde ich natürlich gut weggeholt. Ja, da war dann Bauarbeiten im Hotel. Habe ich bei der Rezeption angerufen. Ich so, hören Sie mal, guter Mann, hier über mir werde ich gerade die ganze Zeit, wird gebohrt. Gibt es da nicht vielleicht eine Option, dass man da, ja, wissen Sie, das vielleicht mal, vielleicht für ein Stündchen oder so, dann doch mal unterbindet. Das fände ich ganz fantastisch. Meint er, nee, das ist extern gemanagt. Das heißt, wir haben darauf leider keinen Einfluss. Aber sie müssen ja eh gleich auschecken. Eigentlich nehmen muss ich nicht. Ich habe mich den Late-Out-Checkout geboten. Meinte, oh, ja gut. Das ist dann so, ne? Also er konnte einfach nichts machen. Ich glaube, er war auch durchaus bemüht. Aber ich meine, was soll er denn tun? Ey. Okay. Hat die Van jetzt gar nicht so schlecht gespielt, ne? Also, ja. Ja, das ist jetzt leider eine tote Van. Nevermind. Sick. Die Vayne spielt das schon clean, ne? Der Master hier. Absolute Legende, der Junge. Das sind jetzt leider ein paar Kills, die fallen. Aber auch da wieder, ich glaube, wir sind alle nicht mehr so viel Gold wert. Und ich meine, wir sind Vayne, Master Yi, Orianna. Also, wenn du Late Games gewinnen kannst, dann wahrscheinlich mit dieser Komposition. Der wirkt allerdings schon sehr, sehr tot. Och nee. Ah doch. Kann ich den hier securen? Oh mein Gott. Der hat mich fast noch gemacht, der Lümmel. Na gut, okay. Instant quasi jetzt wieder back in game, weil jeder Kill gibt ja hier 7 Billionen Gold. Das heißt, ich bin jetzt quasi seit 9 Uhr morgens wach, muss um 14 Uhr auschecken. Es ist allerdings jetzt tatsächlich so, dass die Jungs von Big netterweise den Schlüssel gefunden haben. Kaum zu glauben, aber er ist tatsächlich da. Und mit diesem Schlüssel kann ich dann wieder in meine Wohnung reingehen. Die Alternative wäre übrigens gewesen, dass ich mit einem fucking Taxi nach Magdeburg fahre. Ich habe dann auch einen Taxifahrer einfach angehalten und habe gesagt, hören Sie mal, nach Magdeburg hin und zurück, was sagen Sie? Meint er, ja, wird der Angebot machen, 250 Euro. Ich habe mir den Gedanken gespielt, dann dachte ich mir, wenn der Schlüssel nicht in Magdeburg ist, dann heul ich. Ne, weil dann habe ich... Und ich wusste nicht genau, wie das abläuft, wenn ich quasi schon mal ausgecheckt bin aus meinem Zimmer und mich dann entscheide, ey, ich will quasi wieder in das Zimmer rein. Weil die ja jetzt, sage ich mal, nicht so kompromissbereit bei der Hilfe der Suche waren. Dachte ich mir, das geht garantiert auch eher nicht gut aus. Ich kann den Pike hier übrigens die ganze Zeit so ein bisschen upspeeden. Ah, es ist Herod. Entspannt euch, Leute. Wir haben so hart geintet, es ist noch nicht mal Nash ab. Konnte hier die CS verteidigen vor Master Yi. Naja, Pike, spiel mal gegen Klett. Alter. Alter, diese kleine Mistmade, ne? Durch Exhaust und alles durch. Alter, der Master Yi ist so ein Idiot. Pew, ja. Der wollte mich snipen. Sehr schön, aber trotzdem, dass wir das hier eigentlich recht erfolgreich fighten können. Ich meine, ich habe eine ganz gute Ult gesetzt.
Und danach den Klett erfolgreich gepiert? Erfolgreich im Gesicht gab. Komm, Pike. Do a trick. Schwierig. Trick will ihn nicht so richtig einfallen. Oh, schade. Da war einer dran am Trick. Oh, ich hätte ihn ulten können. Ich hätte schon wieder ulte. What the fuck? Gar nicht mitgerechnet. Der wählt einfach mal meinen Speed. Aber gegen Klett kann ich diesmal nicht peelen, weil da ist kein Turm. Ohne Turm, ohne mich. So möchte ich das hier eigentlich ganz gerne beschreiben. Ja, da wäre natürlich jetzt ganz schön, wenn auch was passieren würde. Nach so einer Ult. Was jetzt allerdings eher weniger der Fall ist. Oh, ich habe noch einen Assist bekommen for whatever reason. Die haben aber einen Jungler ab. Das heißt, ich werde da nicht hingehen. Wenn ich da sterbe, verliere ich alle meine Stacks. Und dann ist das Game natürlich wieder so ein bisschen over. Ja, aber im Endeffekt ist es eine super dumme Story gewesen. Und ich dachte, ich erzähle sie. Jetzt ist natürlich so, wenn dabei Gameplay kommt, dann kommt so eine Story natürlich Step by Step. Ich hätte das natürlich jetzt hier auch schöner so Maxim-Story-Time-mäßig machen können. Oh oh. Ah, you gotta be kidding me. Scheiße, dass ich dafür meinen Flash verliere. Ich brauchte unbedingt die 10 Soulzilla-Stacks. Die waren relativ wichtig. Und den Jungler zu können ist natürlich auch worth. Aber normalerweise soll ich dann auch den Kill securen. Zumindest den Blue Buff hätte ich schon gerne. Not gonna lie. Fuck! Ich hätte einmal nicht den Pike ulten dürfen. Das war schwer. Wenn ich da den Pike einmal nicht ehe, sondern den Master Yi, dann haben wir da den Kill. Ah, die Vayne war währenddessen leider auch nicht bei uns, die ja eigentlich so der einzige Spieler ist, der hier tatsächlich aktiv League of Legends spielt. Der ist von uns, stoppt er eher ein bisschen. Ja, die Ultimate war natürlich jetzt von Pike leider auch gar nichts. Dass ich dann da noch hinterhergehe, ist auch bad. Aber da bin ich auch tatsächlich so oder so tot. Scheiße. Hatte ich gerade meine Stacks. Hatte ich Exhaust ab? Das kann sein, ey. Ich spiele relativ selten mit Exhaust. Das ist natürlich eher wurscht. Ansonsten Ori aktuell tatsächlich mein bester Champion. Ja, auf meinem Main habe ich 100% Winrate. PTJ war auch wieder recht stark. Ist natürlich gegen Cutter jetzt kein schönes Matchup. Du musst halt, wenn du Midlane Blind pickst, macht das jetzt selten richtig Spaß. Ne? Und Orianna ist tatsächlich noch einer der etwas besseren Blindpicks, wenn man so will. Aber natürlich, wenn jetzt sowas wie Cutter kommt, alles was so gigamobil ist, tust dich schon ein bisschen schwer mit. Bist aber meistens trotzdem immer noch ein bisschen besser dran, als jetzt, wenn du einen anderen Champion gepickt hättest. Oh ey, Master Yi, ne? Du kennst halt echt leider nur eine Richtung. Die ist meistens der Full Int. Oh, hat der noch Ult? I mean, ich treffe hier die Ultimates sind sehr schön, ne? Aber während man sagt, Ori geht immer um die Ults, wenn du halt ansonsten intest, dann geht halt auch nicht alles um die Ults, ne? Not gonna lie, das ist, dann irgendwann sind die Ultimates halt auch nicht mehr so entscheidend. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit equal gegangen wäre gegen die Cutter und jetzt sollte Ults treffen würde, da wäre natürlich, da würde mein Team mich wahrscheinlich auch feiern. So ist mein Team gewillt, mich zu reporten.
Witzigerweise können wir das allerdings noch relativ lange Wave klären, glaube ich. Hm, ich habe gerade ein bisschen Gold. Ich würde das ganz gerne reinvestieren. Wenn das okay ist, Team. Das ganz kurz shoppen. Dann kannst du sofort weitergehen mit unserer Intung. Aber die Gegner werden das hier wahrscheinlich, ja, runterpushen wollen. Ich bin immer noch ganz gut im Gang, glaube ich. Ist ein bisschen weird, ne? Aber wenn ich hier mein Ramadan hitte und nochmal über 10 Stacks komme, dann glaube ich, kann ich das Game sogar einfach aktiv carryen. Ich glaube, so viel zu moven ist jetzt nicht unbedingt der empfehlenswerte Play. Wenn die Gegner eine Rek'Sai haben. Ven kriegt aber unten weiter die CS, das ist ganz cool. Ich werde gerade ein bisschen Farm gestarft, aber das ist auch nicht so wild. Ich glaube nicht, dass sie das fighten sollten. Oder einfach, das sollten die nicht fighten. Ich würde mich da... würde da einschätzen, dass ich damit richtig liege. Jetzt haben wir natürlich wieder so ein bisschen die Problematik, dass hier eine Rek'Sai ist und die diven wollen. Ja, das sind an sich... war das wieder relativ okay, ne? Ich meine, wir haben 3 Leute Half-Life gedonnert. Das Problem ist nur... dass natürlich jetzt unser Spitbush-Garen jetzt nicht die aktive Gefahr für die Gegner darstellt an sich. Na, wobei, die Recoin. Ja, das ist ja witzig, ne? Also es gibt Games, da denkst du halt, das Game ist over und dann passiert hier sowas. Und auf einmal bist du halt mittendrin statt nur dabei. Ja, ansonsten, ne, kommt jetzt, treffe ich mich jetzt mit Big am Flughafen. Wo die tatsächlich einen ihrer Spieler in den Flieger setzen und kriegt dann meinen geliebten Schlüssel wieder, fahr dann quasi wieder ins wunderschöne Spandau und dann kann mein Tag quasi auch richtig beginnen. Aber bis dahin habe ich dann zumindest schon dieses Video aufgenommen, was natürlich auch schon mal ganz nett ist. Mein Rabadon braucht leider noch 300. Wenn ich die 300 habe, ist es super. Ist schon witzig, ne? Es gibt einfach so Comps in League of Legends, die sind nie... die sind schwer zu besiegen. Ja. Wir gelten eigentlich nicht unbedingt dafür, weil wir haben nicht genug Wave Clear. Klar, wir haben Scaling, aber kein Wave Clear. Das ist, normalerweise reicht das nicht. Wenn du quasi einfach nur sagst, ja, im Late Game gewinnen wir, aber du kommst nicht ins Late Game. Aber die Gegner haben halt auch nicht so mega viele Optionen. Oh, Shiat. Was ist denn da passiert? Ja, ich würde jetzt mein Leben nicht für diesen Blue Buff aufs Spiel setzen wollen. Der leider schon. Jetzt leben natürlich eher die Falschen, ne? Da bin ich ganz ehrlich. Boah. Oh mein Gott, das ist so disgusting zu spielen, ne? Wenn ich die Rek'Sai ulte, dann ultet die auch, aber ich muss die quasi einfach davor ulten und dann ist es fein. So ist es relativ schwer. Wir haben doch alle einen Anreiz, einen Grund daran gehabt, dass dieses Game verloren ist. Achso, der I ist jetzt AFK. Oh, Mann. Das ist aber auch... ich verstehe das nicht. Warum pickst du denn so Late-Game-Champion wie Master Yi, um dann nicht mehr League of Legends zu spielen? I don't really get it. Aber das war die Story meines Schlüssels. Ist das ätzend, ey. Diamond Field, die sind alle... whatever. Kein gutes Game von mir, aber mein Team, holy shit.